Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin schon wieder auf dem Sprung. Ich nehme euch dieses Mal aber wieder mit. Irgendwie fangen gerade meine ganzen Vlogs so an. Aber diesmal nehme ich euch wieder ein bisschen mehr mit. Denn es ist jetzt gleich globaler Klimastreik. Und ich dachte mir, ich kann es mir einrichten. Da gehst du auf jeden Fall hin. Ich war ja schon mal bei einem. Das war im September 2019, also schon eine Weile her. Und zwischenzeitlich weiß ich gar nicht, ob irgendwas stattgefunden hatte so genau. Wegen dem ganzen C-Thema, sag ich mal, ne? Und war ja in Frankreich, aber selbst da habe ich es nicht so ganz mitgekriegt. Auf jeden Fall ist jetzt mal wieder was und auch wieder sehr aktuell wegen den ganzen ja, Energiewende-Sachen und so weiter. Also es passt ja vieles zusammen da auch. Und ja, da gehe ich heute mal hin. Ein bisschen out of my comfort zone, weil ich mit niemandem hingehe. Ich kenne auch nicht so viele Leute, ne? Und ich habe jetzt keinen mobilisiert bekommen, da mit mir hinzugehen. Und ich dachte mir, oh, da sind viele, viele, viele Tausende in Hamburg an so einem Platz oder einer Straße. Wie angenehm finde ich das jetzt? Ich habe jetzt nicht so mega Platzangst in gewisser Maße, also nicht mit so Menschenmassen. Aber je nachdem, wenn man so drin steckt und allein ist und sich nicht auskennt, da ist vielleicht auch nicht so super angenehm. Also ist ein bisschen out of my comfort zone. Aber ich dachte mir, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich will auf jeden Fall wieder mit dran teilnehmen. Und ein kleiner Pusher von mir, eben dieses, mach mal was anderes, auch wenn du keinen kennst, vielleicht lernst du sogar Leute da kennen, you never know. Und ja, deswegen, ich nehme mich da ein bisschen mit. Gegen die Ausbeutung und Vereinsamung. Für das gute Leben. Für alle. So, bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Und es war ganz gut. Die haben das echt gut gemacht, muss man sagen. Mit den Absperrungen und sowas, dass es nicht zu sehr sich immer wieder Leute sammeln, dass es zu eng wird und irgendwer, keine Ahnung, eine halbe Panikattacke kriegt oder sowas. Und deswegen war es sehr, sehr gut mit der Absperrung, die man auch umgehen konnte oder so drunter durch. Wäre kein Thema gewesen, aber so, dass man sinnbildlich einfach was sieht. Und ja, war echt eine angenehme Demo. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Ich habe in letzter Zeit ein paar Produkte getestet aus verschiedenen Bereichen, also Food, verschiedenes, Beauty und ein bisschen Haushalt und dachte mir, das muss ich euch zeigen, weil das sind Flops, genauso wie Tops und ja, ziemlich überraschend manche Sachen auch. Und ja, bin sehr begeistert von manchen Sachen, wo ich nicht gedacht hätte, dass das jetzt wirklich meine Favoriten werden. Zum einen muss ich mal generell sagen, wie sehr ich den Lidl mag. Also war früher gar nicht so auf dem Bildschirm, aber ich finde, es kommt auch sehr darauf an, was für ein Lidl das ist, also wie gut der sortiert ist. Und die haben ja richtig aufgeholt bei diesen ganzen veganen Sachen. Ich kann mich noch erinnern, vor so 2-3 Jahren, da fingen die auch an, hey, mit veganen Ersatzprodukten, mit so Hackfleisch aus dem Tiefkühlfach und so Sachen. Also das war schon richtig gut, aber die haben ja immer mehr Sachen rausgebracht. Man muss natürlich ein bisschen gucken, Ersatzprodukte, es gibt solche und solche. Bei manchen Sachen ziehe ich auch die Augenbraue hoch und denke mir, oh, hat das jetzt drin sein müssen oder ich muss nochmal überlegen, was ist jetzt nochmal genau dies und das. Ja, es ist immer so ein Thema, aber auch fernab von diesen Ersatzprodukten haben sie einfach Sachen, die ich richtig doll liebe. Vom Obst und Gemüse mit Bio-Siegel, mal abgesehen, also das ist, ja, ich kaufe da auch ständig gerade ein. Und ich habe etwas gefunden, wonach ich ein bisschen süchtig geworden bin. Und das ist dieser Snack-Mix mit Oliven gewürzt. Ich hätte das früher nicht gekauft, weil Oliven jetzt nicht gerade eine Leidenschaft von mir ist. Aber da ist nur ganz, ganz wenig Olive drin. Also wirklich so kleine schwarze Stückchen. Und wenn man die gar nicht mag, kann man die auch raussortieren. Das ist jetzt nicht so wild. Aber ich dachte mir, vielleicht schmeckt es dann zu sehr nach Olive. Finde ich aber nicht. Es ist wirklich ein ganz, ganz schwacher Geschmack. Und das ist einfach mit Cashewnüssen, mit Erdnüssen, mit Pistazie,
mit Pekannüsse, genau, ist auch noch mit drin. Ein bisschen Sonnenblumenöl haben sie mit rein, was mir ein bisschen im Herzen wehtut, weil Sonnenblumenöl, ihr braucht es nicht, egal für was. Nehmt Olivenöl, nehmt, also das generell, damit könnt ihr nichts falsch machen eigentlich, ein natives, kaltgepresstes Olivenöl. Und wenn es dann noch sein muss, kann man noch ein bisschen Rapsöl für die kältere Küche machen oder Walnussöl, Leinsamenöl, aber das muss eigentlich gar nicht. Ich nutze bei sowas immer eigentlich Nussmus, ist echt besser. Und ja, ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Natürlich hat es auch ein bisschen Maltodextrin drin. Das sind einfach so ein bisschen ja, Appetitanreger. Das muss eigentlich nicht sein, weil sie auch ein bisschen mit Salz gearbeitet haben, aber nicht so viel. Es ist gesalzen, aber nicht wie normale Nüsse gesalzen sind, wo man sich denkt, oh, ich brauche jetzt erstmal ein Glas Wasser und wie viel Salz war das jetzt überhaupt? Und wir nehmen alle mehr als genug Salz auf. So ist es nicht. Überall ist es reingemischt. Und ja, deswegen. Aber ich finde es eigentlich ganz lecker. Es hat ein bisschen Aroma drin, sehe ich gerade hinten. Oh Mann, habe ich jetzt gerade vorher nicht gesehen. Ich so, Aroma. Ja, schade. Ich glaube, ich esse trotzdem weiter, weil Nüsse an sich kann man nicht viel verkehrt machen, außer man isst Unmengen davon, dann wird es irgendwann ein bisschen kalorisch. Nicht so viel. Aber an sich, ich liebe die. Das sind wirklich gerade meine, wenn ich Lust auf was Salziges habe, Snack. Herrlich. Dann habe ich noch einen Lidl-Favorit. Und zwar, ich muss nur eine schöne Seite finden, hier. Dieses Haferbrot. Und ich weiß, Hafer und ich, das ist immer noch so ein bisschen, aber bei dem Brot geht es einigermaßen. Ich habe eh immer einen Blähbauch von dem mal abgesehen, aber Hafer macht das deutlich schlimmer. Und das hat einfach so ein paar dickere Körner, wo ich auch dachte, ob das so lecker ist. Manchmal geht es ja mit so gröberem Brot und manchmal bröselt das nur auseinander und schmeckt nach nichts und so. Aber das ist wirklich lecker. Also das kann ich euch nur sehr, sehr empfehlen. Hat richtig tolle Zutaten drin. Also wie gesagt, Haferkerne, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne. Die Kerne von der Sonnenblume sind gut, nur dieses herausgezogene Öl muss nicht sein. Leinsamen, Dinkelweizen, Malzflocken, Apfelessig, gelber Erbsenschrot, Gerstenmalzextrakt. Auch so ein Thema, hätte nicht rein müssen. Ja, das ist auch wieder so ein Appetitanreger. Flohsamenschalen und Speisesalz. Aber, ich esse jetzt auch nicht Unmengen davon, aber es ist wirklich sehr lecker. Das kann man so abgepackt kaufen, das hält auch eine Weile. Also wir haben das gefühlt gerade immer da. Dann lustigerweise, was sie bei Lidl auch hatten und jetzt eine ganze Weile hatten, war ich ein bisschen erstaunt, von Pamela Reif diese Nut Cluster. Ich hatte die davor noch nie probiert und dachte mir, okay, ich war in Frankreich, ne, wo hätte ich sie probieren sollen, außer mir schickt sie jemand zu oder einmal, wo ich in Deutschland eine Zeit war. Ja. Ich probiere die jetzt mal. Die gab's, also die gibt es jetzt noch bei DM für 4,99 glaube ich oder 4,95 und da waren sie jetzt für 2,99 €. Also ein Unterschied. Und einmal diese Schoko oder Crunchy Cocoa und einmal Peanut Schoko. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also diese Peanut Dinger sind deutlich für mich leckerer. Allerdings, da sind 90 Gramm drin. Und 3 € für 90 Gramm kann man mal machen. Ist aber nicht der Knüller. Und 5 € für 90 Gramm normalerweise geht gar nicht, finde ich. Also es ist ganz nett, weil es so kleine, zusammengequetschte, also praktisch ein zerschlagener Müsli-Riegel ist oder Nussriegel in dem Falle. Und es ist schon ganz okay und lecker, aber ich würde es nicht ständig machen. Also ich habe mir davon mehr erhofft. Und die Tüte ist sehr klein. Also ich habe das auch bei Pamela ein paar Mal in der Insta-Story und so weiter gesehen. Leute, das ist wirklich erschreckend klein. Normalerweise ist die ja noch aufgeplustert hier. Es kommt irgendwie sehr klein rüber, wenn man das in Real Life dann so sieht. Also ich finde nicht, dass es diesen Hype, von ihr selbst gemachten Hype, wert ist. Und dann bleiben wir gleich mal bei ihr. Denn ich habe mir auch beim DM noch den Crunchy Protein Bar Nutty Schoko gekauft. Das war für mich die größte Überraschung im negativen Sinne. Der war so hart, der war... Also es ist nur zerbröselt. Ich hätte nicht im Laufen oder irgendwo essen können. Es war wirklich so, ich musste meine Hand runterhalten. Ich weiß nicht, was damit los war. Und er hat auch deswegen ganz hart und trocken einfach geschmeckt. Also, was ist das denn? Und super proteinhaltig ist der jetzt auch nicht. Ja, dieser Riegel hat 6,6 Gramm Protein. Ich kann nichts weiter dazu sagen. Also ich war ein bisschen arg enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Dann kommen wir zu ein bisschen Beauty. Und zwar habe ich einen alten Favoriten wieder für mich entdeckt, aufgrund einer Empfehlung. Und dachte mir, stimmt, der war eigentlich früher richtig gut. Und habe es aber nicht mehr benutzt, weil ich dann eine andere Lieblingsmascara hatte. Also es geht um Mascara. Und zwar die von Essence, die I Love Extreme Volume Mascara.
in dieser Waterproof-Variante. Ist bei mir immer wichtig, weil sonst hält dieser Schwung nicht, es verwischt immer wieder. Nee, also ich liebe Waterproof-Mascaras sowieso. Und bei Catrice mit der Glam & Doll, die ich sehr, sehr liebe in Waterproof, habe ich das Problem, dass wenn ich sie an sich auftrage, so nach 2 Wochen ungefähr mir die Wimpern ganz doll ausfallen. Und es kommt nur von diesem Produkt, egal was für ein Abschminkprodukt ich habe, egal wie sanft ich bin, es geht immer wieder von vorne los. Und wenn ich das absetze, nach 2-3 Tagen geht das wieder zurück, also es hört auf. Und das ist einfach nicht Sinn des Ganzen. Deswegen muss ich immer schon eine nicht wasserfeste drunter machen, das trocknen lassen und dann die wasserfeste drüber. Kann ich machen, habe ich bis jetzt immer so gemacht. Allerdings dachte ich mir, ich probiere mal wieder die von Essence aus. Ich bin gar kein Essence-Fan eigentlich, weil mir dieses Sortiment zu bunt, zu kindlich, es sieht einfach nicht hübsch aus für mich. Und deswegen bin ich so mehr Team Catrice. Und weil auch Essence und Catrice von Cosnova diese Überfirma sind und keine Tierversuche machen, ist es natürlich eine schöne Anlaufstelle. Weil egal wie schön eine Maybelline oder L'Oreal oder sonst was Mascara ist, ich werde sie mir nicht kaufen, weil sie einfach Tierversuche machen. Und da bin ich raus. Also bei manchen Produkten muss man echt ein bisschen so mehr überlegen, wie man es macht. Weil auch Catrice und Essence Produkte haben, die nicht vegan sind, weil irgendwelche Spuren von irgendwas drin ist mit Bienenwachs oder sowas zum Beispiel. Und dann ist es nicht vegan. Und das ist sehr schade. Und bei den wasserfesten Produkten ist es oft auch schwierig, die irgendwie vegan herzustellen, warum auch immer. Aber es fällt mir sehr auf, dass gerade die Produkte immer ein Problem haben. Und dann steht halt nicht explizit vegan drunter, dann ist es meistens auch nicht vegan. Ja, was mache ich jetzt, wenn das meine liebsten Produkte sind und ich schon bei der tierversuchsfreien Seite bin, aber die nicht vegan sind. Deswegen, ich hoffe, dass sie es noch irgendwann hinkriegen. Aber da ist zum Beispiel so eine Stelle, wo ich sage, da bin ich ein klein wenig flexibler. Ich kaufe nur bei den nicht an Tieren getesteten Produkte. Aber wenn dann mal was nicht vegan ist und es mein Lieblingsprodukt ist, dann tut es mir leid, dann ist das so. Und ich kaufe das trotzdem weiter. So ist zum Beispiel meine Variable bei so Dingen. Und wie gesagt, jetzt habe ich die von Essence. Und dann habe ich das zufällig entdeckt. Das war so der letzte Stift, der da war. Und zwar von Essence auch Inner Eye Brightening Pen. Und ich nutze ja sehr gerne, nicht immer, aber sehr gerne für die innere Seite hier, diese Wasserlinie im Auge, einen Aufhellungseffekt, so einen Stift eben. Das Schwierige ist, entweder ist es zu weiß und dann sieht das richtig extrem künstlich aus, oder es ist zu rosé-stichig, sodass es keinen Effekt macht oder es hält nicht und ja, verschmiert, geht wieder weg. Und da habe ich schon von Alverde, auch eine Marke, von der ich sehr gerne mehr mögen würde, aber vieles funktioniert bei mir einfach nicht, bis auf ein paar Augenbrauenprodukte und sowas. Ja, und das ist einfach gar nicht so einfach und deswegen habe ich bei Catrice mal was gefunden gehabt, aber jetzt das von Essence ist noch natürlicher und trotzdem auch heller. Also ich finde, das hat einen sehr guten Mix aus beidem, das nicht zu auffällig ist, aber hat eben auch einen Effekt. Deswegen kann ich euch den sehr empfehlen. Das ist, glaube ich, einfach nur die 01. Ach, Everybody's Shade heißt der. Und ist extra auch dafür gedacht für das Innere. Und ich habe damit keine Probleme, irgendwas zu vertragen an den Augen, Gott sei Dank. Aber vielleicht könnt ihr euch den mal angucken. Das macht wirklich nochmal einen frischeren Blick und sieht einfach ganz hübsch natürlich hell aus. Und dann habe ich noch einen Riegel von der Pamela. Also diesmal ist es sehr Pamela-lastig. Und zwar der Oat Bar Chunky Chocolate. So, ein Haferriegel. Ich und Hafer, ja. Musste ihn trotzdem testen und habe auch die Instagram-Stories und alles gesehen, dachte mir, wow, okay, ich werde ihn nicht vertragen, ich weiß es, aber ich möchte ihn trotzdem mal probieren. Ja. Sagen wir es mal so, ihr habt nichts verpasst, wenn ihr den nicht probiert habt. Der schmeckt nicht richtig süß, eher salzig, also wirklich salzig und so schmierig. Also es ist okay, es ist von der Konsistenz, glaube ich, so eine Sache, ob man es mag oder nicht. Er war ein bisschen schockt. Also das war wirklich so, okay, wow, es... Nee. Aber ich war so, ich probiere gerade nur Pamela-Sachen aus und finde sie mittelmäßig bis tendenziell eher so, nee. Nicht so gut. Also war ein bisschen enttäuscht. Dafür komme ich zu anderen Riegelchen. Jetzt fehlt mir nur, ach da, eins. Und zwar positiv überrascht von Coa Wach. Die habe ich in der Nähe von diesen Share-Riegeln gefunden, die ich hier heiß und innig liebe. Diese Vanille und Schoko-Heidelbeer ist es. Und dann habe ich die entdeckt und dachte mir, Coa Wach, da hatte ich mein Produkt. Das war ganz gut.
aber bin jetzt auch nicht ganz wild drauf. Allerdings haben die Riegel. Und das ist ja sowas mit Guarana-Extrakten, so als Alternative zu Koffein, weil manche das ja auch nicht so gut vertragen und vielleicht davon auch wegkommen wollen, warum auch immer. Und da haben die Riegel und jeder Riegel, hier steht Koffein wie in einer Tasse Espresso, aber mit Guarana-Extrakt. Und da dachte ich mir, oh, das klingt mal ein bisschen nach was Neuem. Und da gibt es Haselnuss Crunch, dann einmal Erdnusskaramell mit Meersalz und einmal Cashew-Himbeere. Und ich dachte mir, okay, ich nehme mal von jedem eins mit und war erstaunt, dass Cashew-Himbeere mein absoluter Lieblingsriegel ist. Weil immer wenn so eine Fruchtfüllung oder irgendwas ähnliches mit Frucht dabei ist, dann ist das ganz okay, aber nicht mein Liebling. Ich bin eher Team so Schoko oder Haselnuss, ist ja auch voll mein Ding. Aber interessanterweise, vielleicht liegt es daran auch, dass es jetzt ein bisschen wärmer geworden ist, bin ich total auf diesem Himbeerding hängen geblieben. Das ist richtig schön fruchtig, jetzt nur ein bisschen, ja, aber ausreichend, dass man die Himbeere rausschmeckt, endlich mal, ist ja bei vielen Produkten auch nicht so der Fall. Und es ist toll. Und ich weiß nicht, ob es Placebo ist oder wirklich mich fitter macht. Also es ist ja Guarana drin, aber es funktioniert irgendwie. Und so einen Riegel habe ich jetzt immer in meiner Tasche dabei. Super gut. Und die sind so lecker. Die sind auch von der Konsistenz so ganz fein gemacht, haben trotzdem so ganz, ganz kleine Stückchen drin. Richtig weich. Ich finde die zum Essen so, so angenehm. Und ich liebe die. Ich liebe die. Also wenn jemand sehr auf Erdnuss steht hier, Erdnusskaramell, Salz ist euers und Schokohaselnuss ist auch ein Ding für sich. Liebe ich auch. Aber momentan bin ich verrückt nach Himbeer, warum auch immer. Und die habe ich, wie gesagt, im DM gefunden. Probiert die mal aus. Richtig gut. Also war ich auch sehr positiv überrascht von denen hier. Und dann kommen wir zu einem Haushaltsprodukt, was so richtig mein Favorit jetzt geworden ist in den letzten Wochen, muss man sogar sagen. Und zwar das hier. Das sind Waschblätter. Also auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und wie dünn, wie wenig Platz das wegnimmt und leicht das ist, ist das ein Traum. Und zwar gibt es einmal für kolorierte Wäsche und einmal für weiße Wäsche. Aber ich benutze eigentlich nur Colorwaschmittel, weil für weiße Wäsche, ich habe nicht so viel weiße Wäsche und da ja immer ein bisschen, oh herrlich, wie es riecht, immer ein bisschen Bleichmittel mit drin ist. Das will ich ja nicht auf meiner farbigen Wäsche haben, dass die immer mehr ausbleicht. Deswegen, ich nutze immer das. Und das sind einfach hauchdünne Blätter. Riechen schön blumig, leider nicht so gut an der Wäsche. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich immer wieder Essig auch ein bisschen reinmache in das Spülfach, weil es dann ein bisschen mehr entkalkt und die Wäsche ein bisschen weicher macht und so weiter, nochmal desinfizierend ist und so. Oh, aber es riecht wirklich sehr intensiv blumig. Richtig gut eigentlich. Und ich liebe die. Also man braucht echt nicht mehr viel schleppen. Das ist mega. Und man macht die in die Trommel rein, nicht ins Waschfach oben, weil ne, zu groß und man sollte die auch nicht klein machen. Sondern man legt die einfach unten rein, Wäsche drauf und fertig ist die Sache. Ich mache, wie gesagt, nur ein bisschen Essig noch ins Extraspülfach. Zwischen 20 und 60 Grad zum Waschen geeignet. Ich mache meine Wäsche eben meistens bei 30, 40 Grad maximal. Außer es ist Bettwäsche oder Handtücher, die gehen mal auf 60 Grad. Aber ansonsten bleibe ich bei 30, 40 Grad. Und das ist super. Das ist so super. Wir müssen nicht mehr schwer schleppen. Da kann nichts auslaufen oder tropfen oder verkleben. Das habe ich eh immer bei diesen ganzen Dingern, wenn man sich das so in die Portionchen einfüllt. Und da weiß man genau, wie viel man noch zu waschen hat. Ich finde es mega. Also tendenziell könnte man die auch teilen, wenn man nur ganz wenig Wäsche hat. Aber ganz ehrlich, macht eure Waschmaschine voll so gut, wie es geht. Und dann nutzt ein Blatt und gut ist. Und es ist herrlich. Also das ist auch viel weniger Verpackung und ich liebe das. Deswegen Waschblätter, ich sag's euch, probiert das aus. Ist auch gar nicht so teuer. Also für die 25 Waschblätter waren es um die 3,45 Euro oder sowas. Kann man echt mal testen. Top. So, jetzt habe ich noch ganz viel anderen Kram hier. Aber ich glaube, das Video wird zu lang. Und ich wollte euch nochmal was vorlesen von dem How Not to Diet Buch. Endlich mal wieder. Und deswegen muss ich das hier ein bisschen reduzieren. Zeige ich euch beim nächsten Mal, weil ich so viel Food-Sachen jetzt aufgehoben habe, um die euch zu zeigen. Und ein paar andere Sachen, Beauty-Sachen und so, aber wir machen das dann beim nächsten Mal. Und dann werde ich heute Abend nochmal eine Kleinigkeit drehen mit dem Buch. Ja, wir haben den nächsten Tag, wie ihr sehen könnt, mit schönem Sonnenschein. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, noch was von dem Buch euch vorzulesen. War einfach zu viel los, wieder mal. Aber jetzt kriege ich das noch hin und habe mir ein Kapitel ausgesucht mit dem Thema Obst und Gemüse. Wie man am besten dieses Obst und Gemüse integrieren kann. Und wie wichtig oder ob es wichtig ist, wann man sein Obst und Gemüse isst. Schon wenn man die Reihenfolge ändert, in der man isst, kann man den Stoffwechsel erheblich beeinflussen.
Isst man erst das Gemüse, aber ansonsten genau die gleiche Mahlzeit, kann es den Blutzucker und die Insulinschwankungen bei Diabetes und Prädiabetes senken und sich langfristig in einer deutlich besseren Blutzuckerkontrolle niederschlagen. Aber der beste Zeitpunkt, Obst und Gemüse zu essen, ist wohl immer, wenn Sie können. Es hilft, Süßigkeiten nicht ständig vor sich zu haben. Und genauso sollten Sie mit Müll verfahren. Aus den Augen, aus dem Bauch. Legen Sie lieber gesunde Snacks in Sicht und Reichweite. Randomisierte Testpersonen, die eine Schale Obst auf der Küchenzeile statt im Kühlschrank aufbewahrten, erfüllten ihren täglichen Bedarf deutlich besser. Und Gemüse? Es hat sich gezeigt, dass sowohl Vorschulkinder als auch Erwachsene deutlich mehr Gemüse essen, wenn man ihnen größere Portionen vorsetzt. Also wo auch immer ihr Obst und Gemüse reinmischen könnt, versucht es. Manche Sachen muss man auch erstmal ausprobieren, um überhaupt diesen Geschmack zu erleben, dass man das mag oder auch mal nicht mag. Welche Kombinationen funktionieren besser? Manchmal kann man Gemüse, wenn man das so stückchenweise nicht mag, aber super gut in eine Soße integrieren. Also dass man das irgendwie reinkocht und dann schmeckt das anders oder man püriert es sich rein. Das ist sowieso einer meiner Lieblingshacks. Püriert euch Gemüse in die Soßen rein. Ich persönlich brauche es jetzt nicht, weil ich das auch so gerne esse, aber es funktioniert sehr gut. Wenn ihr zum Beispiel eine Tomatensauce an sich sehr gerne mögt, aber sagt, Blumenkohl oder Brokkoli oder irgendwas anderes, auch es können auch Bohnen sein, gehen wir in die Hülsenfruchtrichtung, geht auch. Dann mischt das da mal ein bisschen rein, vielleicht nicht gleich 50-50, so macht ein Drittel davon noch Gemüse mit rein. Ihr schmeckt das so gut wie gar nicht raus, teilweise wirklich gar nicht. Das gilt auch für grünes Blattgemüse, wenn ihr irgendwie sagt, ja, könnte ich mir vorstellen, aber irgendwie schmeckt es mir nicht. In Soßen kriegt ihr alles unter. Es ist theoretisch ein bisschen besser, wenn man das ganze Gemüse so isst, also nur klein macht und dann normal essen kann und nicht total püriert, weil der Körper dann noch mehr Sättigung dabei empfindet. Aber an sich ist es auch auf der anderen Seite gut, wenn ihr es klein macht, dann hat der Körper es einfacher zum Aufnehmen. Dann muss er die ganzen Zellwände nicht nochmal einzeln öffnen und dann kriegt ihr die Nährstoffe eigentlich auch nochmal einfacher rein. Es hat immer Pro- und Contra-Seiten, für was man das nutzen möchte. Smoothies finde ich eigentlich auch ganz gut, aber tendenziell braucht ihr keinen Mixer dafür. Ihr könnt eure Banane, eure Äpfel, eure sonstige Sachen einfach so essen und durch diese Kaubewegung und die Zeit, die vergeht, bis ihr das gegessen habt, kriegt ihr mehr Sättigung rein. Wollt ihr aber noch mehr Nährstoff und sagt, ich kriege vom Volumen das einfach nicht rein, will aber Obst und Gemüse mehr integrieren, macht Smoothies draus. Durch dieses Cremige oder Flüssige könnt ihr das schneller runterschlucken und ja, habt dann so 3 Bananen mal drin, anstatt 3 Bananen zu essen zum Beispiel. Und das geht viel schneller, wenn ihr ein bisschen Milchersatzdrink nehmt und ein bisschen Banane mit rein und zack ist das cremig und man kann es viel schneller verzehren. Hat Vor- und Nachteile, je nachdem was man will. Die Sache mit dem Entsafter ist so ein extra Ding. Ich habe keinen, werde mir auch mit großer Wahrscheinlichkeit keinen zulegen, weil einfach diese Trennung von Saft und dem Rest des Obst und Gemüses muss nicht sein. Also ich liebe die Ballaststoffe, die im Obst und Gemüse drin sind. Und es ist eigentlich auch sehr, sehr gesund für den Körper. Es gibt ein paar Personengruppen, für die macht es Sinn, einfach nur diesen Saft zu trinken. Aber selbst da, man braucht dann meistens einen teuren Entsafter, der nicht über 42 Grad rumgeht, wenn er das klein macht, weil dann zu viel Wärme an dieses Obst und Gemüse drankommt und dann gehen viele Vitamine verloren, die einfach ein Problem haben mit Wärme. Da ist ganz vieles einfach nicht mehr drin. Ähnliches Spiel mit Obstsäfte. Das heißt, wenn manche Leute mit einem Schluck mehr Apfelsaft oder rote Früchte oder sonst auch was auch immer, Orangensaft, Multisaft, mehr trinken kann, dann ist das ein netter Weg, um das zu machen und dann könnt ihr das auch beibehalten. Aber pur Säfte zu trinken, auch wenn da Multivitamin und sonst was draufsteht, es ist nicht für die Vitamine gut. Es ist ultra hoch erhitzte Brühe im Endeffekt und ja, es hat keine Nährstoffe mehr oder so wenig, das könnt ihr komplett vergessen. Das sind einfach nur leere Kalorien, die ihr darunter trinkt und dadurch kriegt ihr keine Sättigung und es ist viel besser, das Obst und Gemüse so zu essen. Gekaufte Smoothies im Kühlregal, fast alle, sind ultra hoch erhitzt, sonst würden die gar nicht so lange haltbar sein. Und ja, schade drum. Also ist wirklich ein bisschen Geldmacherei eher noch. Nutzt die Sachen lieber frisch bei euch daheim und mogelt die irgendwo runter und lasst Süßigkeiten nicht so offen liegen. Also ich kenne das auch noch von früher und auch von Freunden. Da hat man da so eine Schale oder irgendwas.
der Fokus ist drauf und dann isst man eher was davon, anstatt im Schrank zu haben. Ich habe trotzdem Sachen im Schrank und esse die Soße nicht. Aber mach die ein bisschen, leg die weiter hoch, dass ihr zum Beispiel, ist auch ein Trick, super simpel, muss man nur mal umsetzen, das höher macht, dass man jedes Mal einen kleinen Hocker oder am besten eine kleine Leiter holen muss und der Hocker bitte nicht direkt auf 2 Meter daneben. Dann überlegt man sich nämlich zweimal, ob man da jedes Mal hochsteigt für ein bisschen was und dann wirklich ein bisschen was abmachen oder eine kleine Portion rausnehmen und es wieder hoch und weit hinten rein. So kleine Tricks helfen einfach, um sich das ein bisschen abzugewöhnen, wenn man das möchte. Und ja, es gibt auch so kleine Tricks wie mit Nussmus arbeiten. Nehmt ein bisschen Banane und Nussmus. Ich liebe das. Ja? Oder mein Freund hat zum Beispiel jetzt so eine neue Leidenschaft wieder entdeckt. Und zwar Naturjoghurt, also in unserem Falle veganen Naturjoghurt. Die sind manchmal ein bisschen gesüßter, manchmal nicht. Da gibt es Unterschiede, muss man gucken. Und dann gefrorene Beeren reinmachen. Und die kann man natürlich fertig auch kaufen. Funktioniert sehr gut, um eine Art Eiscreme zu machen, weil diese gefrorenen Beeren mit diesem Joghurt, es gibt so eine weiße Schicht drumherum, also nicht nur eine kleine, sondern eine größere. Und irgendwann kann man schon gar nicht mehr rühren, das geht sehr schnell. Und dann lasst das mal ein bisschen stehen und dann habt ihr wie so eine Eiscreme im Endeffekt mit so Stückchen drin. Man kann es noch süßen, wenn der Joghurt nicht alleine süß genug ist für einen und man sich erstmal dran gewöhnen muss. Dann kann man noch ein bisschen Dattelzucker, Kokosblütenzucker, Mandelmus oder ähnliches, Haselnussmus würde ich empfehlen. Das macht es nochmal ein bisschen cremiger, fettreiches mögen wir auch ganz oft. So ein paar Tricks kann man noch anwenden, wenn man das möchte. Aber das sind so diese kleinen Dinge, um noch mehr Obst oder Gemüse und gute Sachen zu nehmen. Und es dauert natürlich, bis man Eis gegessen hat mit so Stückchen. Da kann man wirklich einiges davon machen, weil Joghurt echt eine super Sache ist, auch probiotisch und so. Und ja, so gibt es einfach so ein paar kleine Hacks, um noch mehr Obst und Gemüse reinzubringen, weil es einfach so ultra gesund ist. Das sind so Helferchen eigentlich für euren Körper, um gesund zu sein und gesund zu bleiben. Und ja, oder wenn ihr irgendwelche anstehenden Krankheiten habt, das ist so ein extra Booster für euren Körper, praktisch wie eben die Werkzeuge und er macht das dann für euch, aber ihr müsst ihm das geben, damit er damit arbeiten kann. Ja, also immer rein, wann es nur geht und wie ihr das wollt. Also es gibt auch Sachen mit in Porridge noch mit bisschen irgendwie Blumenkohl untermischen ist so ein Ding oder Karotte raspeln und was weiß ich. Also manchmal ist man nur zu faul, um das auszuprobieren, aber wenn ihr gerade am Wochenende ein bisschen mehr Zeit habt oder an irgendeinem Tag oder zu einer gewissen Zeit am Tag, probiert das einfach mal aus. Das schmeckt besser, als man sich das oft vorstellen kann. Und dann, wenn man das ein bisschen routiniert macht oder als Challenge so mal eine Woche mit verschiedenen Sachen probiert, da lernt man ganz, ganz viel dabei und ja. Hoffe, dass euch die Tipps wieder ein bisschen was gebracht haben und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!